Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie recht herzlich zu NZZ Standpunkte, zwei Journalisten, ein Gast der Fernsehsendung der Neuen Zürcher Zeitung, wie immer gemeinsam mit meinem Kollegen Marco Färber. Wir Schweizer lieben Berechenbarkeit und Kontinuität. Sie geben uns Sicherheit und lassen uns ruhig schlafen. Doch die Welt tickt anders, nimmt keine Rücksicht auf Schweizer Empfindlichkeiten. Das Muskelspiel der Amerikaner um die Lex USA ist nur das letzte Beispiel in einer langen Reihe. Solches verunsichert und stellt Selbstbilder und Selbstverständnis in Frage. Der Literaturwissenschaftler und Schriftsteller Professor Peter von Matt leuchtet seit Jahren die Seelenlandschaft der Schweiz aus, erkundet unsere Befindlichkeiten und Denkweisen. Er ist heute unser Gast. Seien Sie herzlich willkommen, Herr von Matt, bei NZZ Standpunkte. Herr von Matt, dieser Tage debattiert das schweizerische Parlament sehr intensiv, ob man den Amerikanern weitreichende Einblicke gewähren soll in das hiesige Bankkundengeheimnis. Wenn Sie diese Debatten verfolgen, was geht Ihnen durch den Kopf? Ja, ich fühle mich einfach als geradezu kläglicher Dilettant. Ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, was dahinter ist. Ich weiß nicht, ob irgendetwas dahinter ist. Ich weiß nicht, welche realen Interessenpositionen hier spielen. Ich weiß auch nicht, ob ich wirklich vollständig orientiert werde, ob es Leute gibt, die ganz eine Menge wissen, was wir nicht zu hören bekommen. Also ich schaue dieser Sache zu, wie wenn ich am Waldrand einen Ameisenhaufen sehe. Da verstehe ich auch nicht, wie das da zugeht in dann dieser. Geht es Ihnen mutmaßlich ähnlich wie dem einen oder anderen Parlamentarier, der ja genau deswegen auch Mühe bekundet, einfach Ja oder Nein zu sagen? Wenn man es vielleicht ein bisschen überträgt, dass die Amerikaner offensichtlich so starken Druck ausüben können auf die Schweiz und sich ein Parlament und eine Regierung so verhält, wie sie sich jetzt verhalten, muss einem das als Bürger nicht auch ein bisschen nachdenklich stimmen? Ja, schon. Die Frage ist nur, wie weit die Schweiz oder Teile der Schweiz in der Sache eben Dreck am Stecken haben. Mhm. Wenn man das gute Gewissen ist bekanntlich ein sanftes Ruhekissen. Und ich weiß nicht, wie viele dieser Kissen heute in der Schweiz da sind. Also das ist ja auch für mich als Bürger eigentlich das Problem. Also man sagt Amerika und die Schweiz, aber ist es nicht wieder so, dass die Schweiz, also auch die Schweizerinnen und Schweizer, hier gewissermaßen den Kopf hinhalten müssen für etwas, was sie weder gewollt noch veranstaltet noch durchgeführt haben. Aber sie müssen es jetzt ausfressen. Ich kann nicht sagen, es sei so. Aber ich habe einfach einen schleichenden Verdacht, das geht in diese Richtung. Ich meine, so hat es ja angefangen mit den nachrichtenlosen Vermögen. Davon haben wir uns ja nie mehr erholt, von diesem Kollaps des öffentlichen Bildes, des weltweiten Bildes der Schweiz, damals mit diesen Debatten über das Nazi-Gold, das dann noch verbunden wurde mit der ganzen Holocaust-Debatte. Das hat uns ja gezeichnet eigentlich, wird stigmatisiert seitdem. Das heißt, dieses Muskelspiel der Amerikaner ist auch nicht eine neue Qualität, das hat etwas von einem Déjà-vu, wenn Sie jetzt Bezug nehmen auf die... Ja, ich meine, es ist einfach wieder, es hat angefangen während des Krieges, und weil dann der Kalte Krieg ausgebrochen ist, konnte sich die Schweiz damals gegen die sehr scharfen Vorwürfe von Amerika, die wurden ja alle Schweizer Vermögen in Amerika wurden eingefroren. Die Schweiz konnte sich damals freikaufen mit der Hilfe des genialen Ministers Stucki, der das da gedrechselt hat. Er hat 250 Millionen bezahlen müssen. Also wenn man das auf heutige Preise umrechnet, wären das etwa 2,5 Milliarden. Das kann man mit 10 multiplizieren. Also die Schweiz hat sich damals billig freigekauft, weil sie gewissermaßen versprochen hat, wir sind ein Teil der westlichen Front. Und das war sie auch, hat sie durchgespielt. Und als der Kalte Krieg zu Ende war, die Front zusammengebrochen ist, da ging es einfach weiter. Also es ist ein Prozess, der einmal angefangen hat und jetzt dann untergründig weiterlief, sistiert wurde und jetzt geht es weiter. Also
Sie sagen freigekauft im 45, im 95 war es ja im Wesentlichen dann auch ein Freikauf mit den Nachrichtenlösenvermögen, ja, mit den 1,2 Milliarden, die die Banken damals bezahlt haben. Ja, jetzt steht ja eigentlich auch wieder letztlich, geht es um einen Freikauf. Ja, das ist eigentlich eine Repetition. Die Frage ist nur, warum ist das überhaupt möglich, dass sich die Schweiz freikaufen muss? Das sind ja nicht einfach irgendwelche, wie die Leute mit dem schwarzen Hut in einem Western, die hinter dem Busch warten und sagen, jetzt kommt einer, der hat Geld, jetzt nehmen wir dem die Hälfte weg. Also da sind ja bestimmte Voraussetzungen. 1995, also mit den nachrichtenlosen Vermögen, da hat man ja der Schweiz, oder ist man selber zur Erkenntnis gelangt, wir haben diese Sache zu lange einfach aussitzen wollen oder wir sind überrascht worden. Sie haben mal den Satz geprägt, wir handeln als Schweizer erst, wenn es zu spät ist. Würden Sie sagen, das lässt sich auch auf die jetzige Zeit übertragen? Nein, ich weiß nicht, ob ich den Satz gesagt habe, aber es kann schon sein. Ich habe ihn in einem Interview jedenfalls gefunden. Aber jetzt in diesem Zusammenhang stimmt es natürlich. Und es war damals schon auch der Hochmut der Banken, die auch gesagt haben, das ist eine Bagatelle. Das sind ja von so, wie man damals hörte, sind von Bern aus, vom Bundesrat aus, Signale an die Banken gegangen, passt auf, es braut sich etwas zusammen. Und dann hat es geheißen, das ist Peanuts, das ist nichts, das kümmert uns nicht. Und dann plötzlich waren wir im Schlamassel. Man hätte das schon auffangen können. Insofern stimmt der Satz, aber sonst stimmt der Satz nicht generell für die Schweiz. Die Schweiz ist ja eigentlich schon ein vorsichtiges Land und hat auch gute Diplomaten und schaut immer, aber es ist halt ein langsames Land. Die Prozesse sind langsam, das hängt mit unserer Demokratie zusammen. Aber ist es nicht auch ein bisschen ein Problem, wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, dann klingt das alles auch sehr moralisch. Jetzt ist ja Außenpolitik immer Interessenspolitik. Und liegt es nicht auch ein bisschen darin begründet, dass die Schweiz einfach sehr klein ist? Ich meine, wenn man das überträgt auf die Amerikaner, dann muss man ja sagen, auch die Amerikaner haben in den letzten paar Jahrzehnten viele Dinge gemacht, für die man sie schelten und schelten sollte und schelten kann. Und nichtsdestotrotz sind die Amerikaner nach wie vor sehr stolz und sehr, sehr bereit, ihre Sicht der Dinge auch durchzusetzen, auch eben gegenüber einer Schweiz. Die Schweiz als Kleinststaat in Europa, bündnisfrei, muss sich notwendigerweise anders verhalten. Und ist das nicht auch ein bisschen die Erklärung vielleicht für dieses immer wieder gekränkt werden und eben auch überrascht zu sein, dass man da eins auf die Nase bekommt? Aber Sie kehren jetzt natürlich, Sie argumentieren jetzt einfach umgekehrt moralisch. Der Bösewicht an der anderen sind. Ich würde nicht mal sagen Bösewicht. Ich glaube, Gut und Böse, aber, das sind ja schwierige Termine, sondern mehr im Sinne, wer kann seine Interessen besser wahren in einem solchen Konflikt? Nein, das stimmt schon. Kein Staat ist ein karitatives Unternehmen. Das darf ein Staat nicht sein. Ein Staat muss ungerecht sein, insofern, als er die Interessen seiner Bürger, den Interessen der anderen Leute außerhalb der Grenzen vorziehen muss. Insofern ist ein Staat eigentlich ein jeder Staat ist eine moralisch fragwürdige Einrichtung, weil er bestimmte Menschen anderen Menschen vorzieht, wenn man ganz strikt radikal moralisch sein will. Also, dass ein Land wie die USA oder Deutschland, mit Deutschland haben wir auch Probleme, Frankreich kommt jetzt wahrscheinlich auch, also es geht allerlei, hinter vielen Büschen steckt jemand und rasselt ein bisschen. Und die haben alle ihre Interessen und die Schweiz hat die ihren auch. Aber die Schweiz ist ja jetzt auch nicht ein verschupftes Kind, das von allen gebeutelt wird, sondern es geht der Schweiz wirtschaftlich gut. Sie hat sich in den letzten Jahren sehr gut durch die diversen Krisen geschlichen oder gemogelt. Der einzige Fehler, den die Schweiz immer macht, dass sie immer nur die jeweilig einzelne Krise sieht und denkt, wenn die vorbei ist,
dann ist alles gut. Dann nachher ist alles wieder wie früher. Und seit der Wende hat man gesehen, dass die Unberechenbarkeit in der Weltpolitik unglaublich zugenommen hat. Würden Sie denn sagen, dass 89, 90, diese epochale Zäsur in Europa, die ja letztlich auch eine globale Zäsur stattfindet, dass diese Zäsur in der Schweiz vielleicht durchaus begriffen, aber nicht für sich selber Wirkung entfaltet hat? Ja, man hat ja nicht wissen können, was das für Folgen hat. Man hat gedacht, das ist ja großartig, jetzt haben wir endlich den totalen Frieden gewissermaßen. Es gab ja auch Leute, die gedacht haben, jetzt hören die Kriege auf. Dabei haben sie dort in einer ganz anderen Weise, in einer viel brutaleren Weise, mörderischen Weise angefangen. Man kann, wenn man nur schon die Kriegsbilanz zieht nach der Wende, wo man gemeint hat, jetzt hört es auf, dann kam Jugoslawien und dann irgendwann der Nahe Osten und jetzt ist das ja, das überstürzt sich ja. Also es ist eigentlich die Kriege, die wir vorher immer in Europa hatten, die haben wir jetzt in Fülle um Europa herum. Und das heißt ja, dass alles, was passiert, auch was mit der Schweiz passiert, in einem großen Zusammenhang abläuft, den man eigentlich nicht nur von der einzelnen Krise aus studieren darf, sondern von den großen Prozessen. Ich denke immer, das beschäftigt mich sehr viel, dass wir immer von den kleinen, heißen, akuten Prozessen reden und nur auf die schauen. Und wenn wir die genau anschauen, dann sehen wir, dass diese meistens Teil sind eines viel größeren, zusammenhängenderen Prozesses, der viel früher angefangen hat, ganz langsam geht, nicht rasch, langsam geht und einfach von Zeit zu Zeit heiße Phasen hat. Aber von diesen Prozessen geben. Was meinen Sie beispielsweise? Der Prozess der Vereinigung Europas. Da heißt es, wenn wir in der Schweiz darüber reden, wenn man darüber redet, EU und Schweiz, dann heißt es, willst du in die EU, ja oder nein? Oder? Das ist immer die Killerfrage. Willst du in die EU, ja oder nein? Das ist keine Frage, die in irgendeiner Weise produktiv ist. Wir müssen schauen, was auf diesem Kontinent passiert und was das mit der Schweiz zu tun hat, die in der Mitte dieses Kontinentes sitzt. Und dann geht es nicht darum, soll die Schweiz jetzt zur EU beitreten oder nicht, sondern die Schweiz ist in diesem langsamen Vereinigungsprozess, der ja immer wieder Krisen hatte. Ich habe sehr früh angefangen, Zeitungen zu lesen. Und ich weiß, ich kann mich noch erinnern, wie da in Frankreich, da ging es einmal um die EVG, eine europäische Verteidigungsgemeinschaft. Und das war schon fast unterschrieben. Und dann war damals Armand de France, war der Premierminister Frankreich, der hat im letzten Moment das blockiert. Dann hat de Gaulle immer wieder irgendwelche Stecken in die Speichen geworfen. Also dieses Europa ist selber von dieser Einigungsprozess, ist von einer Krise in die andere gestürzt. Und die jetzige ist eine von einer langen Kette. Aber der ganze Prozess ist immer weitergegangen und wird irgendwie weitergehen. Und wenn wir den Blick öffnen auf größere Prozesse, sehen wir eigentlich mehr, als wenn wir sozusagen den Feuerwehrblick haben und denken, jetzt müssen wir da löschen. Und trotzdem kann ja auch werfen wir trotzdem noch den Blick auf die aktuelle Krise. Sie kann ja auch einiges aussagen über uns und unsere Art und Weise, wie wir mit diesen Dingen umgehen. Wenn Sie jetzt diese Debatte verfolgen, um diese Lex USA, das Muskelspiel der Amerikaner, Debatte im Parlament, in der Politik, aber auch beispielsweise mit den Medien reagieren. Ich habe Sie vorher als der Seelenerkunder der Schweiz vorgestellt. Was tut sich Ihnen kund, wenn Sie das beobachten? Ja, ich vermute, es geht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es meistens den meisten anderen Leuten so geht, wie es mir geht. Also wenn ich irgendwie eine Meinung habe zu einem Vorgang, dann gibt es unzählige, die genau die gleiche Meinung haben. Also man kann eigentlich das auch immer ein bisschen multiplizieren, was man denkt. Und diese Verunsicherung, dass ich gar nicht weiß, was dahinter steckt und dass ich nicht weiß,
was auch die tatsächlichen innersten Beweggründe sowohl bei den USA wie bei der Schweiz sind. Ich weiß, dass alle möglichst ihr eigenes Geld behalten wollen und fremdes Geld gerne entgegennehmen. Das weiß ich, aber das weiß ich auch von jedem anderen Schweizer. Also das ist eigentlich eine universale Eigenschaft. Aber sonst verstehe ich das nicht. Und das ist vielleicht das Problem heute, dass die Schweiz, viele Schweizer, nicht verstehen, was eigentlich abläuft. Aber geht es nicht ein bisschen weiter, Herr von Matt, als nur über... Natürlich ist das vordergründig das Hauptthema, wer wie viel Geld behalten kann. Und natürlich geht es auch um sehr wirtschaftliche Interessen seitens der Amerikaner, die mehr Steuererträge haben wollen, was nach ihrer Gesetzgebung absolut nachvollziehbar ist. Genauso wie für die Schweiz, die letztlich ihren Finanzsektor verteidigt, der einfach für die Volkswirtschaft einen gewaltigen wirtschaftlichen Faktor darstellt. Aber geht es nicht weiter auch um die Frage, und das ist vielleicht auch wieder dieses Moralische daran, um Rechtsgrundsätze und auch Rechtsverständnis, wo die Schweiz ein anderes hat als Deutschland, ein anderes hat als die USA. Und die Frage, ja, die sich als Staatsbürger einem stellt, wie stark können wir unser Rechtsverständnis überhaupt noch in einer globalisierten Welt durchsetzen? Ja. Nicht? Und mit welchen Zugeständnissen müssen wir eigentlich künftig umgehen können? Ja, aber diesen Vorgang sehen wir ja schon lange, dass wir nicht einfach innerhalb der Schweiz Recht und Gesetz festschreiben können und dann den anderen sagen, so ist es halt bei uns, dass es da ständig in der heutigen Situation, der politischen Situation, der europäischen Binnenglobalisierung und der weltweiten Globalisierung, dass wir da einfach in Konflikte mit anderen Gesetzen hineinlaufen. Und das sieht man ja heute, es ist völlig nutzlos, wenn man sagt, wir haben eigentlich Recht. Oder? Was soll das? Wir haben eigentlich Recht. Nutzlos. Heißt das? Empörung hat nur einen Sinn, wenn es umspringt. Empörung hat einen Sinn, wenn es darum geht, irgendwelche Leute zu mobilisieren, die dann auf irgendeine Weise in einen Kampf eintreten. Aber verrückt sie allein, oder? Empörung allein. Das frisst sich selbst auf, oder da fressen wir uns selber auf, wenn wir nur wütend sind. Sie haben vorhin erklärt oder gedeutet, wie sich die Schweiz fühlt oder eben, dass das sich quasi immer wieder wiederholt. Wo sind denn nach Ihrer Meinung die Gründe, dass wir das nicht besser antizipiert haben? Wir sind ja nicht dümmer als alle anderen. Nein, und es ist auch nicht so, dass wir alles immer schlecht gemacht haben. Wir haben eigentlich das meiste gut gemacht, sonst würden wir ja heute anders dastehen in der Schweiz. Also es gibt keinen Grund, sich nicht auch ein bisschen selber zu loben, selbst wenn man im Gewitter steht. Aber die Schweiz hat natürlich nie realisiert, wie viel sie eigentlich von ihrer Selbstintegration in den westlichen Block profitiert hat. Sondern sie hat sich ja immer eingeredet, wir sind neutral. Und wir sind weder da noch dort, das war die offizielle Lehre, aber faktisch hat die Schweiz ja einfach, sozusagen war sie ein Ziegelstein in der westlichen Mauer gegen den kommunistischen Block. Und das wurde auch natürlich innenpolitisch durchgespielt, die Verdächtigung aller Leute, die da was anderes gedacht und gesagt haben, nahm ja groteske Ausmaße an. Und die Schweiz hat nicht gemerkt, dass ihr Selbstbild sich überhaupt seit dem Krieg nie mehr ganz gedeckt hat mit dem Fremdbild, das die anderen von uns haben. Das Bild, das die Schweiz von sich selber hatte und entwickelt hat und sich selber auch erklärt hat und vorgestellt hat und auf Briefmarken und in Reden und allem, also wirklich das, was so wie die Schweiz sich selber im eigenen Spiegel gesehen hat, das war nie identisch mit dem Bild von außen. Und das hat das
da steht man jetzt plötzlich davor, das war ja eigentlich ganz anders. Welches, wenn Sie vom Selbstbild der Schweiz reden, von welchem Bild reden Sie? Was ist eigentlich das Selbstbild der Schweiz? Mal ganz simpel gefragt. Also heute. Heute? Heute ist es irgendwie schummrig. Oder? Heute ist es ja nicht genau fassbar. Aber was ich erlebt habe als Kind, ich kann mich an das Ende des Krieges erinnern, 1945. Ich kam nach Mause und meine Mutter sagte, Peter, der Krieg ist aus. Das weiß ich noch, das hat mir Eindruck gemacht. Die muss das auch mit entsprechender Betonung gesagt haben. Und dann gingen die großen Sammlungen los in der Schweiz. Man hat Geld gesammelt für die Kriegskinder. Man hat Kinder aus dem Ausland in die Schweiz aufgenommen. Und ich bin im Bewusstsein aufgewachsen, die Schweiz ist das sittlich beste Land der Welt. Die Schweiz hilft immer nur anderen Ländern. Und das war dieses Selbstbild des guten, unschuldigen, helfenden Landes, was ja zum Teil gestimmt hat in mancher Hinsicht. Das wurde aber auch offiziell sehr, sehr befestigt. Und in der Filmproduktion gab es Filme über Kinder, die in der Schweiz aufgenommen wurden, Kriegskinder, die bei uns aufgenommen wurden. Der erste Film, den ich gesehen habe, Marie-Louise, Film von einem Kriegskind, Mädchen aus Deutschland oder Frankreich, das in der Schweiz dann aufgefüttert wird und so. So haben wir uns gesehen und das war ein bisschen richtig und ein bisschen falsch. Als man endlich wieder aus der Schweiz nach Europa fahren konnte mit dem Auto. Da haben alle Schweizer ein Schweizerfähnchen vorne rechts auf dem Kotflügel. Da gab es noch schöne Kotflügel, haben ein Schweizerfähnchen aufgesteckt, weil sie wussten, das sind die Schweizer, das sind die, die allen helfen. Sie haben daraus gemacht, auf Ihrem Auto einfach. Ich hatte damals noch kein Auto. Und wann, wenn Sie jetzt sagen, eben jetzt ist es diffus geworden, wann begann denn dieser Prozess des Diffuswerdens? Ja, das hat sich ja dann zum Teil weiter getragen. Es gab dann natürlich die innenpolitischen Konflikte, es gab den Kalten Krieg, es gab die innenpolitischen Auseinandersetzungen, zuerst mit der Generation später kamen dann die 68er, die Nonkonformisten. Das war eine ganze Generation kritischer Intellektueller, das waren noch nicht Linke, sondern es waren solche, die einfach freches Maul hatten und Finger auf Dinge legten, was man nicht so wollte. Und diese innenpolitischen Auseinandersetzungen über die Schweiz, die fingen in den 60er Jahren, schon vor den 60er Jahren an. Und die haben sehr zentral das Selbstbild der Schweiz in Frage gestellt. Aber das blieb sozusagen ein kulturelles Spiel innerhalb der Schweiz zwischen Schriftstellern, Künstlern und der offiziellen Politik, hat sich aber nicht durchgeschlagen, auch in eine politische Selbstreflexion der Schweiz, sondern hat gesagt, das sind diese Typen, die wissen gar nicht, was wir alles durchgemacht haben während des Krieges und so weiter. Aber Herr Vommer, das muss ich als nicht ganz so frühgeborene vielleicht auch eine Lanze für die jüngere Vergangenheit brechen. Das glaube ich, das ist alles nachvollziehbar, aber oder andersherum, wie kommt es denn, dass die Schweiz zum Beispiel einer der höchsten Ausländeranteile hat? Wie kommt es, dass die Schweizer Bevölkerung am meisten ja über Europa abgestimmt hat in den letzten paar Jahren, wie kein anderes europäisches Mitgliedsland und jeweils positiv über Europa abgestimmt hat? Wie kommt es, dass die Schweizer Wirtschaft weltweit eine der bestverankersten ist, dass wir jeden zweiten Franken im Ausland verdienen? Und wie kommt es, dass die Schweizer ja durchaus auch, wenn sie dann mal ins Ausland gehen und dort sesshaft werden, sehr erfolgreich sind im Schnitt? Also wie stark wie stark ist das ein Widerspruch zu dieser eher autarken, in sich gewandten, auch letztlich ein bisschen rückwärts gewandten Klischierung dessen, wo wir herkommen?
Wie stellen Sie diese zwei Bilder zusammen? Ich meine, dies, was ich vorhin skizziert habe, sozusagen von der Schweiz internen Kritik am Selbstbild der Schweiz, das ist ja schon der Beweis für die Reflexion, die in diesem Lande da ist und möglich ist. Und was Sie von den Abstimmungen sagen, die Schweiz hat eine wirklich hochentwickelte und eine sehr vernünftige Demokratie, und die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, also seit 1971 kann man ja auch von Stimmbürgerinnen reden, das sind eigentlich politisch erfahrene Leute, die sehr überlegt abstimmen. Und es gibt gelegentlich Abstimmungen, die irgendwie schief herauskommen, aber es sind nie in, es sind ganz selten oder überhaupt nie die absolut vitalen Fragen. In den vitalen Fragen stimmt das Schweizer Stimmvolk sehr, sehr überlegt und vernünftig ab. Das Schweizer Stimmvolk hat in den letzten Jahren eigentlich konsequent pro Öffnung sich ausgesprochen. Ja, ja. Also selbst, man misst selbst der UNO beigetreten. Ja. Das meine ich ja, die politische Praxis ist nicht ist etwas anderes als sozusagen dieses, das Selbstbild der Schweiz, das ja eigentlich mehr eine PR-Dimension hat. Gibt es denn zu wenig kritische Geister? Nein. Zu wenig FOMOTs? So kritisch bin ich auch nicht. Ich meine, aber wo kommt denn das her? Oder wie kann das, nochmal, wie kommt das, dass wir auf der einen Seite offensichtlich ja trotzdem eine gewisse Reife haben, als Stimmbürger oder als Bürger, auch ein doch immer noch relativ unverkramtes und aus liberaler Sicht auch vernünftiges Verhältnis zum Staat. Und auf der anderen Seite sind wir offensichtlich nicht in der Lage gewesen, diese Veränderungen zu antizipieren, beziehungsweise sie so zu antizipieren, dass daraus auch eine Politik oder eine gesellschaftliche Veränderung statt oder abgeleitet wird, die solchen Konflikten beispielsweise. Aber das ist eben, was ich gesagt habe. Die Unvorhersehbarkeit hat zugenommen. Man kann nicht sagen, das hätte alles vorhergesehen werden müssen, weil es nicht entscheidbar ist. Es gibt kein politologische, und so wie es auch in der Ökonomie, haben wir ja leibhaftig erfahren, dass die Ökonomie nicht imstande ist, die wissenschaftliche Ökonomie nicht imstande ist, die großen Krisen und Katastrophen vorauszusagen. Sie kann es nachher erklären, aber dass wir es nicht haben kommen sehen im Konkreten, das können wir uns selber nicht eigentlich ankreiden, weil der gesamte Weltprozess ist unübersehbar geworden. Und die Gefahr ist nur die, dass man immer nur auf die akuten Brennpunkte starrt und nicht auf die großen, langsamen Prozesse. Sie haben vorher die interne Selbstkritik und die Selbstreflexion, auch was das Selbstbild anbetrifft und so weiter, geredet. Ich habe in der Anmoderation zur Sendung gesagt, was jetzt in den letzten Jahren passiert ist, vor allem diese außenpolitischen Turbulenzen, die für die Schweiz wirklich neu waren. Oder man hat Freunde verloren, auf einmal geht Deutschland quasi auf einen los, die Amerikaner und so weiter. Denken Sie, dass diese Jahre quasi dieser Diskussion um das Selbstbild noch neuen Schub verleihen werden? Ja, die Schweiz muss sich selber gegenüber irgendwie vielleicht einen etwas sicheren Standpunkt finden. Aber es ist ja dann auch wieder nicht so, dass die anderen uns alle nur schrecklich finden. Ich bin ja ziemlich oft in Deutschland und ich bin da bei verschiedenen Vereinigungen und Akademien und Clubs und so. Und ich treffe nie auf eine Grundantipathie der Schweiz. Ich treffe in Deutschland auf viel mehr Grundsympathie für die Schweiz als Antipathie. Natürlich, wie auf der ganzen Welt, ist man der Meinung, dass die Schweizer Banken Dreck am Stecken haben und eigentlich
die Hinterziehung ermöglicht haben und ermöglichen und so weiter. Das, und das mit dem Nazi-Gold, das hat dem dann noch eins draufgegeben. Das ist schon, aber die unterscheiden sehr zwischen der Schweiz als Ganzer und den Banken. Und ich kann mich auch, ich muss gestehen, ich kann mich als Schweizer nicht mit den Banken identifizieren. Ich habe keinen Dreck am Stecken in dieser Hinsicht. Und ich möchte auch nicht einfach identifiziert werden damit. Man weiß ja überhaupt noch nicht, was alles jetzt dann herauskommt. Noch. Kann ja noch, ich weiß nicht, von welchen Töpfen der Deckel noch wegfliegt. Oder? Das ist ja, wobei eben, also da muss ich einfach intervenieren. Wenn man sagt Dreck am Stecken, dann ist das eine... Einerseits eine moralische Kategorisierung, gleichzeitig aber auch eine justiziable oder auf der Basis eines Rechtssystems zu treffende Analyse. Mhm. Und da muss man doch einfach relativ sex sagen, ja, unabhängig jetzt von der moralischen Komponente, es gibt eine Schweizer Gesetzgebung. Und diese Schweizer Gesetzgebung ist letztlich auch Teil dieses Systems. Also wir alle als Staatsbürger haben letztlich auch diese Gesetzgebung zu verantworten, also unter anderem auch das Bankkundengeheimnis. Mhm. Und die Schwierigkeit ist doch zu jetzt quasi ex post zu urteilen über etwas, was nach hiesiger Rechtsauffassung legal war, möglicherweise moralisch anfechtbar, mag sein. Und aufgrund der Krise in Europa oder den Defiziten in den USA plötzlich von diesen Ländern als zu andend betrachtet werden. Ja, nicht? Also da hat sich auch was verändert in diesen Staaten. Da würde ich Ihnen schon recht geben. Ich sage nicht, dass die... ich weiß, dass das Bankgeheimnis oder Bankkundengeheimnis der schweizerischen Gesetzgebung entspricht und hier rechtens ist. Die Frage ist ja nur, kann man aufgrund dieses in der Schweiz geltenden Rechts im Ausland gegen das dort geltende Recht verstoßen. Nur das ist der Punkt, nicht das andere. Das ist so. Und ich habe das eigentlich auch immer richtig gefunden. Und ich finde eigentlich immer noch, der Staat sollte nicht in jedes Portemonnaie hineinschauen können und nachzählen, wie viele Briefmarken man in der Schublade hat und so weiter. Das ist das nicht. Aber wir sind jetzt halt in einem Interessenkonflikt. Und wenn die Schweiz in einem Interessenkonflikt ist mit Großmächten oder starken Mächten, dann muss sie schauen, dass sie rauskommt. Und sie hat schon auch ihre Trümpfe. Es will niemand, ich glaube nicht, dass man die Schweiz irgendwie knechten will oder fertig machen will. Man kann die Schweiz brauchen. Man kann die Schweiz brauchen. Was kann man die Schweiz brauchen? Ja, zum Beispiel werden, wenn das Bankensystem einmal ein bisschen durchgestriegelt ist, dann wird das Geld wieder in die Schweiz kommen, weil man sagt, hier wird sauber gearbeitet und hier ist es zuverlässig und hier ist es sicher. Die Schweiz wird ja bewundert für sehr viel und von den Deutschen wird sie so bewundert, dass man gelegentlich eingreifen muss und sagen, also jetzt da täuscht ihr euch jetzt. Also wirklich, für die ist das ist unglaublich, wie die sagen, ja, wir sind froh um die Schweiz. Und auch jetzt im Zusammenhang mit der EU. Ja, verwehrt euch, wir sind froh, dass es jemanden gibt, der da ein bisschen Gegensteuer macht. Aber das ist ja auch wieder eine Art von politischem Kitsch. Ja, ich weiß, also und vor allem auch das führt ja nirgends hin. Das ist ja dann kein Argument, das wir brauchen können. Genau, die Schweiz kann sich wehren, wie sie will, wenn sie sich nicht durchsetzen kann. Ja. Und das sieht man ja jetzt gegenüber Deutschland, genauso wie gegenüber der Europäischen Union. Dann ist das letztlich eine hinzunehmende Tatsache. Die Frage ist ja einfach, wie weit ist man bereit, da Forfait zu geben, also einen Preis zu bezahlen und zu sagen, ja gut, okay, wir liefern uns im Prinzip einfach aus und verzichten auf gewisse Grundsätze. Die Frage ist, in welchen Punkten man nachgeben muss, wo es weh tut, damit man nachher die eigenen Vorteile anderswo wieder in Einsatz bringt. Es ist sicher nicht so, dass die Schweiz einfach fertig gemacht wird und ausgeplündert wird, vor allem von allen uns umgebenden Staaten, die wissen genau, dass es bestimmte Grenzen gibt im Umgang mit anderen Staaten. Und wenn man die überschreitet, fällt es auf einen selber zurück. Und
insofern schaue ich diesem ganzen Prozess eigentlich nicht mit so großer Sorge entgegen. Es kann vielleicht unangenehm werden, aber grundsätzlich ist die, wissen die uns umgebenden Staaten auch, dass die Schweiz ein vertrauenswürdiger Partner ist, dass man sich auf sie verlassen kann. Sie wissen genau, wie weit sie sich auf die Schweiz verlassen können. Und das wissen sie bei anderen nicht. Sie wissen es bei etlichen nicht, die in der, mit ihnen zusammen in der EU sind. Sie wissen, dass sie sich auf die Schweiz mehr verlassen können als viele, die in der EU sind. Also da, das ist auch ein Kapital, das die Schweiz hat. Und das wird sich längerfristig auszahlen. Herr Vollmer, wir möchten mit Ihnen noch ein anderes Thema anschneiden, etwas, mit dem Sie sich sehr intensiv beschäftigt haben. Das Stichwort wäre nationale Identität. Das ist ja auch ein Thema, das nicht nur im schweizerischen Rahmen sehr diskutiert wird, sondern auch in Europa, im EU-Innerhalb, im europäischen Rahmen diskutiert wird. Was ist das eigentlich, die nationale Identität? Ja, Identität ist eines dieser Wörter, das alle brauchen und das eigentlich fast niemand wirklich genau definieren kann. Es ist ein, es ist ein Deckbegriff für sehr vieles, das man dann mit unbestimmten Vorstellungen erfüllt. Also Identität ist ja ein anthropologisches Phänomen, das Wissen, wer ich bin. Und es ist ein, das Gleiche gibt es bei einem Kollektiv, Wissen, wer wir sind, wo wir herkommen, wo wir hingehen. Aber die Identität ist ja nicht etwas, das ich habe oder nicht habe, sondern Identität ist ein Prozess, der konstant abläuft. Das ist, sagen wir, man könnte es vergleichen mit dem Blutkreislauf. Identität ist so etwas wie der Blutkreislauf der Seele. Das verändert sich in jeder Situation, muss ich wieder sagen, ja, wie stehe ich jetzt da? Wie stehe ich jetzt da? Wie stehe ich jetzt da? Einer, der aus seinem Beruf zurücktritt, weiß plötzlich nicht mehr, wer er eigentlich ist. Ich werde ja definiert durch die Arbeit, die ich mache, durch die Rollen, die ich ausübe. Die Identität steckt nicht in mir sozusagen als ein Die Individualität entsteht im Austausch mit der Umwelt. Und wenn sich die Umwelt verändert, dann gibt es die Unsicherheiten. Und dann muss ich sozusagen meine eigene Position wiederfinden. Und wenn sich die Umwelt der Schweiz verändert, auf dem europäischen Kontinent, wenn sich die Situation auf dem Kontinent verändert, dann steht die Schweiz in einer neuen Situation, diesen anderen gegenüber. Also muss sie sich wiederfinden. Und diese Verunsicherung ist eingetreten. Und das Problem ist, dass ein großer Teil der Schweiz sich nicht auf diese Veränderung eingestellt hat, sondern zurückgezogen hat auf das, was wir eigentlich immer waren, also auf das Unveränderliche. So waren wir und so sind wir und so bleiben wir und alles andere geht uns nicht an. Wir könnten eigentlich auch die Grenzen schließen und dann wäre das so, wie es immer war und wir hätten keine Probleme. Aber das stimmt ja eben nicht, dass wir die Grenzen schließen können, weil wir ja wirtschaftlich mit der ganzen Welt vernetzt sind. Wie wichtig ist denn die Geschichte als Nährboden für diese Art von Identitätsstiftung? Die Geschichte ist natürlich sehr wichtig, wenn man sie studiert, wie sie wirklich abgelaufen ist, oder wenn man offen alle Elemente der Geschichte zu betrachten versucht. Und da gehört natürlich dazu für die Schweiz. Die Schweiz war immer von Großmächten umgeben und die Schweiz war immer in Gefahr, aufgefressen zu werden, von den Großmächten aufgeteilt zu werden. Das war immer wieder eine europäische Diskussion. Und die Schweiz wurde nur nicht aufgeteilt, weil niemand die Schweiz, keine der Großmächte die Schweiz den anderen gönnen wollte. Und keine der Großmächte die Pässe den anderen gönnen wollten. Also ist die Schweiz auch insofern ein Produkt auch der Eifersucht der Großmächte. Die sagten, zu der müssen wir schauen. Wir brauchen die da in der Mitte. Und das Wissen, das Instinkt der Schweiz, dass man aufgefressen werden kann, der hat dazu geführt, dass wir in der Schweiz äußerst vorsichtig sind allen Veränderungen gegenüber. Weil der in dieser Situation ist, der weiß, jede Veränderung ist potenziell gefährlich. Und dieser Veränderungswiderstand in der Schweiz,
beruht durchaus auf einem alten politischen Erfahrung. Haben wir denn die falschen Mythen, die wir pflegen? Also eben die wehrhafte Schweiz in Form eines Wilhelm Tells, der dem bösen Österreicher den Kopf abschießt? Ja, also, die Schweiz glaubt ja nicht mehr an Tell, aber die Schweiz weiß, dass sie das Land ist, das einst an den Tell geglaubt hat und dass die Schweiz dass diesen Tell hat und dass diese Geschichte hat und dass auch andere Geschichten hatten. Aber die heroische Schweiz, die Schweiz des heroischen, des auf Tod und Leben sich opfernden Helden, die ist ja auch keine gefühlsmäßige Realität. Wir sind voll und ganz im postheroischen Zeitalter angekommen und wir haben den Tell ja stillschweigend mit Heidi vertauscht im Bild der Welt, wobei Tell eine so rasante und kompakte Geschichte ist, dass sie immer mal wieder reaktiviert werden kann. Eben, ich habe einen interessanten Satz und ich glaube, der ist wirklich verbürgt. Ich glaube, er stammt sogar aus Ihrer Rüttli-Rede vom Jahre 2009, wenn ich das richtig habe. Diese Geschichten, ebenso Tell-Geschichten, Rüttli-Geschichten, veralten nicht, sagen Sie, oder? Denn sie machen in jeder weltpolitischen Situation wieder andere Grundsätze des politischen Haltens sichtbar. Mhm. Fand ich einen interessanten Satz. Mhm. Die Tell-Geschichte könnte mir einiges deutlich machen oder das Verhalten vorgeben für die aktuelle Situation. Könnten Sie das etwas ausführen? Also, wenn ich den Tell nur aus den Helden betrachte, der sogar auf dem Risiko umzukommen, eben den bösen Gessler umbringt und so weiter, dann hat das heute überhaupt keine politische Wirkung. Die hat nur eine politische Wirkung, wenn wir mal wieder einen Tyrannen haben. Dann brauchen wir die Geschichte wieder. Aber in dieser Geschichte und in all den wirklich komplexen mythischen Geschichten, da sind politische Erfahrungen gespeichert. Und deshalb finde ich die Tell-Geschichte eben interessant, dass die Schweiz sich auf diese Geschichte immer wieder beruft. Weil da drin ist die politische Erfahrung, dass man sich in jeder Situation noch wehren kann, dass man nie absolut ausgeliefert ist. Und das ist verbunden mit der ebenso politisch brisanten Regel, dass nicht einer allein über die Schweiz regieren darf. Das ist ganz fundamental in der Schweiz. Einer allein darf hier nicht regieren. Sobald einer den Kopf zu sehr hervorstreckt, dann kriegt er eins drauf. Dass wir den amerikanischen Präsidenten in unserer Verfassung in 7 aufgespalten haben, also so in einen Kegelries, das hängt damit zusammen. Die Machtverteilung, das ist der Instinkt der Machtverteilung und das geistert durch viele dieser Geschichten, über die wir heute lachen, die aber eigentlich interessant sind, wenn wir sie ein bisschen anders anschauen. Lassen Sie uns noch einen kurzen Blick in die Zukunft werfen, Herr Vollmatt. Was heißt denn das für die Schweiz, für den Schweizer und für das Schweizsein in dieser postheroischen Gesellschaft, die ja heutzutage auch eine sehr stark kulturell durchmischte Gesellschaft geworden ist. Gibt es künftig noch so etwas wie Platz für einen Nationalstolz und wie äußert sich der allenfalls? Ich glaube schon, dass sich das, so wie das Ich-Gefühl entsteht, wenn man heranwächst, und das sieht man bei den Kindern, irgendwann setzt sich ihr Ich-Gefühl durch, so bildet sich auch ein Wir-Gefühl, bilden sich Zusammengehörigkeiten, sei das in Gruppen, sei das in größeren Gruppen, sei das auch im politischen Bereich, haben wir dieses Wir-Gefühl, also das ist eine anthropologische Größe, das kann man anthropologisch, das gibt es bei den Kantonen und gibt es bei den Kantonen noch viel mehr als bei der ganzen Schweiz, aber das bildet sich immer wieder neu und wenn Sie da die Italiener die befragen, die da vor 30, 40, 50 Jahren in die Schweiz eingeschaut sind, das sind heute noch Schweizer der heroischen Generation. Ein anderer Begriff, der ja in dem Zusammenhang immer wieder genannt wird, ist eben diese Willensnation Schweiz. Mhm. Wie stark ist diese Willensnation
Teil des Erfolges bzw. auch angewiesen auf den Erfolg der Schweiz, auch im Wirtschaftlichen. Also kann dieser Wille in einer nicht mehr so wohlhabenden Gesellschaft noch aufgebracht werden? Ja, ich weiß nicht, ob das nicht irgendwie ein kosmetischer Begriff ist, die Willensnation. Ich meine, das unterstellt ja, dass die Schweiz sich einmal unabhängig von allem anderen, vom ganzen europäischen Umfeld gesagt habe, jetzt wollen wir uns selbst und die anderen haben dann dazu genickt. Also wir sind entstanden durch schwierige, komplexe Geschehnisse hindurch und wir haben Glück gehabt, aber wir sind auch vernünftig gewesen. Die Schweiz hat eine Versöhnungskultur entwickelt. Das ist viel wichtiger als die Willensnation, die so tut, als ob man da einmal auf den Tisch geklopft hätte und gesagt, jetzt sind wir da und da bringt uns niemand mehr weg. Sondern die Schweiz hat sich ja dann auch mit Einigung geschickt durch diese Weltkriege, nicht als Willensnation, sondern eben mit Klugheit und ein bisschen Mogeln hat sie sich durchgeführt. Ist das eine Schicksalsgemeinschaft? Schicksalsgemeinschaft? Ja, das kann man schon sagen. Aber, das ist ein Wort, das natürlich, das ist schön, das ist, sagen wir, ein Wort für Festredner. Aber in Krisenzeiten schon, in Zeiten der Bedrohung entstehen Schicksalsgemeinschaften. Das können Sie ja jetzt in Deutschland studieren, wo diese schrecklichen Überschwemmungen sind, wie da plötzlich die Leute zusammenstehen, einander helfen und sagen, jetzt ist fertig mit dem Krach, jetzt müssen wir zuerst. Das gibt das schon, Schicksalsgemeinschaft. Aber eine Schicksalsgemeinschaft einfach so auf ewig und für jeden Tag, das ist dann so ein kosmetischer Begriff. Also da würde ich dann lieber einfach von Politik reden. Und das ist dann das Faktische. Faktisch wird Politik gemacht, muss gemacht werden, sie wird Interessenpolitik, es muss ausgehandelt werden. Und es müssen die Kompromisse und die Versöhnungen gefunden werden. Denn eine der großen Leistungen der Schweiz ist eine Versöhnungskultur. Das, was Meiner Dinglin im Roman Schweizer Spiegel den rechtzeitigen Gefechtsabbruch nennt. Das ist, dass man weiß, jetzt nicht mehr. Also bis dahin und nicht mehr. So sind wir durch den Sonderbundskrieg gekommen. Es hat nur wenige Tote gegeben, verhältnismäßig im Sonderbundskrieg, weil beide, der von Salis, der die konservativen Truppen befehligt hat, und Dufour, der die Truppen der liberalen Schweiz befehligt hat, beide haben gesagt, nur so lange, als unbedingt nötig ist, und dann aufhören. Und von Salis gesehen hat, wir können nicht mehr siegen, hat er nicht gesagt, jetzt sterben wir oder für unsere Ideen, sondern hat gesagt, jetzt gehen wir nach Hause. Sind sie nach Hause gegangen. Und das hat dann die Schweiz ermöglicht. Sie haben Meinhard Inglin erwähnt, das ist Ihr eigentliches Gebiet, die Literatur. Sie sind Literaturwissenschaftler und meine letzte Frage geht auch in diese Richtung. Sie haben einmal gesagt, die Literatur ist immer geprägt von den politischen Zuständen ihrer Zeit. Neben der Geschichtsschreibung ist die Literatur einer der wichtigsten Orte des Nachdenkens über unsere Herkunft und über die politischen Verhältnisse, in denen wir leben. Die neuere Literatur, die Sie an der Universität lehrten, wo finden wir das in der neueren Literatur oder in der neuesten Literatur? Ja, also wenn Sie jetzt sagen, die Schweizer Literatur seit dem Zweiten Weltkrieg betrachten, haben Sie natürlich ein breites Feld von immer neuer Auseinandersetzung mit der Schweiz und über die Schweiz. Quasi eine Leseempfehlung jetzt für die Schweiz jetzt, literarisch ja, umgesetzt. Ja, das ist, so einfach geht das nicht. So einfach geht das nicht. Ja, die plakativ-politische Literatur, die ist dann nötig, wenn niemand anders das sagt. Es braucht die Literatur dafür, das zu sagen, was sonst niemand sagt. Wir haben heute, seit der Wende, ein ganz anderes
mediale Situation. Wir haben ein viel breiteres Spektrum. Wir haben sogar innerhalb konservativ, mehr oder weniger konservativ-bürgerlicher Zeitungen haben wir einen linken Flügel und einen rechten Flügel. Das hat es vorher gar nicht gegeben. Da war alles einigermaßen gleichgeschaltet. Die Literatur muss nicht das sagen, was ein guter Journalist sagt. Und wir haben in der Schweiz sehr viele sehr gute politische Journalisten. Also die führen den Diskurs. Diesen Diskurs muss die Literatur nicht führen. Aber die Literatur zeigt, dass es daneben ein anderes Denken gibt, dass es andere Erfahrungen gibt und dass die sich damit verbinden können. Das könnte man nur am einzelnen Werk studieren. Nicht, dass einer dann sagt, ich bin die Hauptfigur eines Romans sagen lässt, ich bin dafür, dass die Schweiz der EU beitritt. Das macht nicht politische Literatur, sondern das ist einfach schlechte Literatur. Wenn man Parolen in den Roman packt, ist das schlechte Literatur. Aber wenn einer etwas sagt, was sonst niemand sagt, wie dieser Satz, die Schweiz ist auf den rechtzeitigen Gefechtsabbruch angewiesen, das hat sonst niemand gesagt. Und das sind dann solche Dinge, wo sogar eine Parole etwas nützt. Herr Professor Weinmann, recht herzlichen Dank für dieses Gespräch und auch noch diese Ausführung zum Schluss. Und danke auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Das war NZZ Standpunkt, zwei Journalisten, ein Gast. Diese Sendung können Sie wie immer auch im Internet sehen, und zwar auf www.nzz.ch. Es würde uns freuen, Sie werden auch das nächste Mal wieder dabei. Bis dann sagen wir auf Wiedersehen.